Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena. Wahrscheinlich eine der Fanfreundschaften, die am stärksten gelebt wird. Ich war im Stadion und das ist mein Stadionbericht. Der Weg zur Arena verlief ohne große Probleme. Die Autobahn war halbwegs frei und auch die Parkplätze waren noch relativ leer. Hatte man also hier keine großartigen Probleme. Das Schöne natürlich beim Spiel Schalke Nürnberg ist immer, das Ganze ist super entspannt. Das bedeutet, du kannst überall herlaufen. Selbst der Gästeblock ist komplett frei. Du kannst einfach machen, was du möchtest, weil niemand hat hier irgendwie Stress, hier gibt es keine Rivalität, nur Freundschaft. In der Arena angekommen haben die Nürnberger dann bereits eine Stunde vor Anpfiff richtig gut Stimmung gemacht. Man muss sagen, allgemein der Auswärtssupport vom 1. FCN war richtig nice. Rund gerechnet 6.000 waren da und haben richtig Gas gegeben. Eine Stunde vor Anpfiff kamen natürlich dann auch die Aufstellungen, die ich dir hier zeige. Schalke ändert nicht großartig. Hassan Ouedraogo kann nicht dabei sein, das war irgendwo klar. Der hat die ganze Woche nicht trainiert. Dafür war Kabadayi wieder auf dem Feld. Ich hatte ja so ein bisschen auf Schallenberg gehofft. Bei dem ging es aber noch nicht für 90 Minuten, also weiterhin Kaminski. Und Fanfreundschaft auf Schalke bedeutet natürlich auch, ihr werdet es wissen, die Legende lebt und die meisten Schalker singen auch hier mit oder halten zumindest einen Schal nach oben. Die Jungs kamen auf den Platz und Schalke von Anfang an wieder offensivfreudig. Man merkt hier wieder das Heimgesicht, das ist was ganz anderes. Kabadayi in der ersten Minute bereits mit der ersten Chance und auch in den kommenden Minuten hat Schalke immer wieder Offensivaktionen. Da ist nicht alles super gefährlich, aber hoffentlich können wir uns dieses Mal auch belohnen, weil sonst erinnert das Ganze hier ein bisschen an das Spiel gegen Karlsruhe.
Auch der Club spielt bis hierhin jetzt nicht schlecht, hat aber weniger Chancen. Schalke ist definitiv besser. Klaus hat jedoch anscheinend auch einen Sahnetag erwischt. Das fällt allgemein auch auf, dass die Torhüter gefühlt gegen Schalke auf einmal plötzlich zwei Nummern besser sind. In der 42. Minute ist dann ein nicht so wirklich guter Pass von Keketo auf Kenan Karaman, aber unsere Lebensversicherung nimmt den Ball, dreht sich mit dem Ball und macht den Ball unten in die Ecke platziert. Keine Chance für Klaus, 1:0 für uns. Und somit gehen wir damit auch in die Pause. Hochverdient führen wir hier 1:0. Wir haben uns endlich belohnt, nicht wie beim letzten Heimspiel. In die zweite Halbzeit kommt der Club dann besser. In den ersten Minuten versucht man nach vorne zu kommen, ist jetzt nicht so ultimativ gefährlich, aber man spielt deutlich besser und mit deutlich mehr Druck nach vorne. Und genau in dieses offensive Moment kriegt Schalke dann den Elfmeter. Karaman mit einem guten Pass auf Kabadei, der wird umgesetzt, zumindest bei dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich komme aber auch gerade erst aus der Arena, da muss man sich das nochmal anschauen. Elfmeter für S04. Das könnte jetzt der Anfang vom Ende sein und genau so wirkte es dann auch, denn der Club kommt jetzt richtig gut in die Partie, hat jetzt nochmal richtig Schub bekommen, jetzt könnte hier ganz, ganz schnell der Ausgleich fallen.
In der 69. Minute muss dann sowohl Keke Top als auch Cedric Brunner runter. Keke, der hatte ein paar gute Elemente, hatte aber auch so ein paar Dinge, ja. Da verspringt ihm der Ball häufiger noch. Cedric Brunner mal wieder angeschlagen. Das sah im ersten Moment richtig übel aus, wie der da rumgehumpelt ist. Mal schauen, was bei dem jetzt ist, ob das was Stärkeres oder ob relativ entspannt ist. Hoffen wir natürlich das Beste. Ah. In den kommenden Minuten passiert jetzt nicht so wirklich viel mehr. Schalke kommt nicht so wirklich gut nach vorne. Nürnberg auch nur sehr ausgewählt. In der 84. Minute hat dann aber Nürnberg nochmal die Riesenchance, eine richtig gute Freischussposition. Und es hätte total gepasst, wenn hier der Ausgleich fällt. Das Ding geht aber irgendwie auf die Latte. Und tatsächlich soll Schalke mal nicht bis zur letzten Sekunde spannend machen. Mal wieder hat Klaus einen Ball pariert von Kabadai diesmal. Der Club soll tatsächlich noch ein, zwei Mal richtig gefährlich vors Tor kommen, aber Marius Müller, der sich breit macht und der danach jubelt und Sprechchöre von der gesamten Südkurve abbekommt, das ist schon lange so nicht mehr bei einem Torwart passiert. Aber ganz ehrlich, das ist auch einfach ein geiler Typ. Ich feiere den total und der hat so verdient. Nach 5 Minuten Nachspielzeit pfeift Marco Fritz dann endlich die Partie ab. 3-1.
Elementare Punkte, die waren so wichtig, die brauchten wir so dringend, weil alle anderen haben gepatzt, nur wir haben die Punkte geholt. Jetzt gegen Elversberg nochmal gewinnen und dann nochmal irgendwie 3 Punkte in einem Heimspiel oder sowas holen und der Klassenerhalt dürfte quasi sicher sein. Das war so wichtig und die Stimmung heute hat auch einfach nur Bock gemacht und ich glaube, man kann sagen, wir Fans haben es auch einfach verdient, dass wir das Ding holen. Auf Seiten vom Club gab es dann so vereinzelt so ein paar Pfiffe, natürlich vorwiegend noch Applaus, aber so ein paar Pfiffe hast du gehört. Es ist eine total durchwachsene Saison, muss man sagen. Mal gibt es richtig gute Spiele, aber auch manchmal richtig schlechte Spiele. Heute, naja, so wirklich doll war das nicht, aber man hat auch eigentlich nicht schlecht gespielt. Mittelmaß diese Saison, mal schauen, was da nächste Saison geht. Bei uns natürlich erstmal Jubel, jetzt aber bitte auf Elversberg konzentrieren. Und jetzt bin ich natürlich auf deine Meinung gespannt. Wo hast du das Spiel geschaut und wie fandest du das Spiel? Schreib deine Meinung gerne zu allem unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video.